Genau. Ja. Oh, jetzt geht's ab. So, ihr Lieben, wir waren schon so weit, dass man braucht in einem funktionierenden System zum Erfolg, dass wir Skill brauchen. Das ist im Grunde die vermarktbare Dienstleistung, dass wir Rhetorik brauchen, um den ganzen Spaß zu kommunizieren, dass wir einen funktionierenden Vertrieb brauchen mit einer ja, angepassten Schlagzahl, mit Skripten, die funktionieren, mit ja, Systemen einfach. Und dann am Ende des Tages, wenn man dann sehr viel Zeit und Energie investiert, dann braucht man einen Hebel, wie man aus der Nummer auch wieder einigermaßen rauskommt, das Ganze auf Ads auslagert oder Mitarbeiter oder was auch immer. Da kommen dann die Hebel ins Spiel. So, wo seht ihr euch jetzt am wenigsten gut aufgestellt dabei? Und hier schreibe ich ein bisschen mit. Ich habe eine Reihenfolge hier auf meinem Bildschirm. Der Robert ist der Oberste. Dann würde ich sagen, erst der Robert, dann der Philipp, dann der John. Alles klar, also Skills halte ich mich auf jeden Fall schon für solide. In der Rhetorik hat sich auch einiges getan. Ja, beim Vertrieb arbeite ich gerade dran. Da versuche ich alles Mögliche. Jetzt momentan LinkedIn, der Sales Navigator, den Probemonat organisiert. Ja. Heute Meilenstein erwischt, 250 Leute ankontaktiert. Ja, Und nice. wie gesagt, da würde ich auf jeden Fall jetzt meinen Schwerpunkt legen. So eine Mischung aus Vertrieb und Rhetorik. Präsentationen halten, habe ich gelernt, aber jetzt noch ein Verkaufsgespräch führen und dann zu closen, da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Routine. Und dann Definitiv Marketing für habe ein ich auch ein bisschen die bisschen Ruhe, da gearbeitet. hast du recht. Ja, also Ja. genau das ist es, dass jetzt da einfach noch Erfahrung mit reinkommt, wo du ins Atmen kommst auch, wo du einfach, ja, nicht mehr so, ja, so krampfhaft halt ein bisschen dran bist. Das wirkt dann nochmal ganz, ganz, ganz anders. Aber das ist die letzte Baustelle. Du hast von wirklich 10% Rhetorik, hast du von meiner Meinung nach 75 gemeistert. Die letzten 25 sind gewonnen. Du bist wirklich sehr, sehr gut geworden und das hast du dir auch wirklich verdient, dieses kleine Lob. Richtig, du schätzt es auch richtig ein. Momentan Baustelle Vertrieb. Ich habe ja gesagt, du brauchst gar nicht verkaufen, bis die Rhetorik nicht passt. Jetzt passt die Rhetorik. Jetzt gehen wir direkt in den Sales Navigator. Hast du jetzt auch schon die ersten Erfahrungen machen dürfen. Jetzt lernen wir da gleich noch einen Kreislauf kennen, in dem du dich gerade befindest, der einfach sinnvoll ist, um ja, weiterzukommen und nicht sich im Business ADHS in den verschiedensten Möglichkeiten, Kunden zu akquirieren, zu verlieren. So, dann mache ich direkt mal weiter mit dem Philipp. Wo siehst du dich? Ja, also Skill, also ist ja bei mir das Filme machen, gar kein Problem. Also da wäre eher die Rhetorik und der Vertrieb. Da sehe ich die beiden Punkte, die gerade sehr noch schwammig sind, weil ich habe über das letzte Jahr verteilt immer ganz viel ausprobiert und habe dummerweise auch auf zu viele Menschen gehört. Ich habe dann gehört, okay, der eine sagt mir, mach das, hey, mach Ads. Nee, der andere sagt, mach LinkedIn. Der nächste sagt, hey, ruf kalt an. Und deswegen, ich war immer hin und her und wusste nicht ganz, wo ich mich hin positionieren sollte von dem Vertrieb her. Ja. Rhetorik sehe ich halt sehr gespalten tatsächlich. Ich weiß, dass ich einigermaßen gut reden kann. Das könntet ihr mir auch mal einschätzen gerne. Ist aber auch sehr menschenabhängig. Wie gesagt, wenn ich so eine Energie von einem Menschen bekomme, dass alles sehr locker ist und cool ist, dann kann ich auch sehr locker und cool sprechen. Wenn ich merke, okay, der hat ein bisschen Stock im Arsch, dann habe ich auch Probleme, mich selbst auszudrücken und dann fällt es mir wieder schwieriger mit der Rhetorik. Ja. Und deswegen, mein Vertrieb ist halt dieses Ding, ich versuche gerade meine Zielgruppe immer besser zu verstehen und auch so den Mehrwert anzupassen, sodass meine Zielgruppe auch davon was hat. Und nicht, dass ich irgendwas irgendwie frei in den Raum schieße und keiner fühlt sich davon abgeholt. Ne? Richtig, total. Also Zielgruppenverständnis ist das A und O. Sobald du deine Zielgruppe verstehst und den Schlüssel dafür gefunden hast, wie du sie ansprichst, wie du ihnen bewusst machst, dass sie ein Problem auch haben, das du lösen kannst und du der Richtige bist und so weiter und so fort. Wir haben ja dieses Video auch mit diesen 7 Frames. Sobald du dir da durchnavigierst, hast du komplett recht. Das ist das wichtigste, Zielgruppenverständnis aufzubauen. Richtig. Genau. Und ansonsten Marketing wäre ja jetzt eigentlich eine Sache, die habe ich ja quasi schon angerissen. Ich habe schon mal Ads geschalten, habe auch Leute, die Ads schalten können und habe mich da auch weitergebildet schon und auch ja, diesen Hebel habe ich quasi schon so ein bisschen angerissen. Das kann man ja dann, wenn es wieder sinnvoll ist, dann weiter ausbauen. Aber jetzt Ja. erstmal die anderen zwei Schritte super wichtig. Ja, richtig sehe ich auch so. Man soll ja auch nicht zu viele Baustellen auf einmal aufmachen. Komplett, da würde ich auch mit dir dran arbeiten. Sagst du einfach Bescheid zum Feedback für deine rhetorischen Fähigkeiten. Ich würde sagen, wenn der Robert bei 75 ist und 100, aber das ist, wo ich sage, jetzt kannst du gut verkaufen, nicht der Meister der Rhetorik an sich. Du bist bei 90, du könntest einfach manchmal, und da würde ich sagen, bist du auf jeden Fall besser aufgestellt als ich, noch ein bisschen cooler wirken, einfach indem du
dich dann, genau wenn du sagst, ein bisschen stressig wird, dann verhaspelst du dich ein bisschen und da könntest du einfach eine Pause machen, nochmal atmen, einfach den Satz neu anfangen. Aber so, das sind ja Feinjustierungen. Du bist auf jeden Fall top dabei, was das Sprechen angeht. Auf jeden Fall. Wow, vielen Dank. Das hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, tatsächlich. Ja, Ist so, auf cool. jeden Fall. Ja. Lieber John, was geht? Ja, also Skill ist keine Frage, brauchen wir nicht drüber sprechen. Die anderen drei Punkte, das sind alles Punkte eigentlich, mit denen ich mich befasse und wo ich mich noch weiterentwickeln möchte. Also Rhetorik, da tue ich mich momentan tatsächlich viel damit beschäftigen. Ich lese auch viel dazu. Ja, es gibt ja auch viele gute Literatur dazu. Total. Ja, und die Punkte Vertrieb und Marketing, natürlich auch ein großes Thema für mich. Ja, definitiv. Okay, alles klar. Wir haben ja am Anfang ein bisschen, das ist jetzt so individuell das Ding, dein Profil erstellt und ich bin ja auch eher so ein bisschen in diese Kraftsport-Bodybuilding-Schiene gegangen, weil du da eben halt so ja, aufgetreten bist tatsächlich. Soll ich das Profil ändern auf irgendwie ja, eher so Live-Coaching Richtung Streben nach Glück? Da kannst du mir gerne mal Textvorlagen schicken. Ich passe sie dann natürlich an und würde sie auf dein Profil einbinden, damit das Ja, einfach auch irgendwie passende. da müssen wir noch mal drüber sprechen. Ich meine, Genau. diesen einen Bodybuilding-Ding will ich eigentlich weg. Ja, definitiv. Ist halt natürlich ein bisschen schwer auch mit deinem Aussehen tatsächlich, weil die Leute dich halt in einem bestimmten Kontext einfach setzen direkt. Aber wenn du da auch die richtige Rhetorik und das richtige Auftreten hast, dann ist es auf jeden Fall überhaupt gar kein Problem. Ja. Muss mich einfach ein bisschen mehr im Hemd zeigen. Das ist ja auch dieses Ich, Kleidermachen ey, irgendwie. ich schwöre es dir, ich hatte dich so mit langen, ärmlichen Hemd im Kopf gerade. Ja, du hast total recht, ja. Macht einen riesen Unterschied, ob ich jetzt in einem Tanktop dastehe oder halt in einem Hemd. Total, ja, richtig, so ist es, so ist es. Stark, 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 starkes Feedback. Ihr wisst ganz genau, wir versuchen für jeden diese ganzen Probleme mitzulösen und unterstützen euch. Also ich sage, ihr nutzt immer noch zu wenig die Möglichkeit, einfach mal was in diese Facebook-Gruppe zu hauen, einfach um Feedback zu bekommen allein schon. Was meint ihr, wie wichtig Feedback ist? Ja, also ich bin immer auf der Suche nach Feedback tatsächlich. Ich frage eigentlich jeden, wo ich irgendwas mache und. Gib mir Feedback und zwar kritisch. Ja, und das auf jeden Fall machen. Auch von mir Feedback suchen, auch von den anderen Leuten. Jeder kann ja auch immer seinen Senf dazu geben. Und wenn es nur das ist, dass du eine andere Perspektive bekommst, das sind 5 Sekunden, die du da eine Frage in den Chat haust und du kriegst eventuell Feedback, eventuell nicht, oder hast du 5 Sekunden verloren oder halt was gewonnen dadurch. Ich denke, wenn wir da eine dynamische Gruppe werden, wonach es ja aussieht so langsam, ja, dann wird es auch kein Thema sein, da Feedback zu bekommen. Von mir kriegst du es auf jeden Fall. So, und dann teile ich nochmal. Bildschirm 2. Ja, das ist ja easy peasy. Geht's ja ab direkt. So, falsche Richtung. Nochmal ein 4-Punkte-System. Arbeitet wirklich an eurer Rhetorik. Das ist bei 80 bis 90% die Schwachstelle. Und jetzt kommt der Punkt, auch wenn ich eine sehr gute Rhetorik habe, wenn ich in einzelnen Momenten für diesen Moment nicht die richtige angepasste Rhetorik habe, dann habe ich verloren. Ja? Du musst performen, wenn es darauf ankommt. Und das fällt in vielen Fällen schwer und fällt auch den Leuten schwer, die wirklich gut reden. Ja, das ist definitiv eines der größeren Probleme, wo man einfach so rangehen sollte, dass man in jedem Gespräch schon mal bewusst sagt, okay, egal wie es läuft, ich kann jetzt was lernen, setze mich danach aber auch hin und reflektiere darüber und bin ganz ehrlich und ganz kritisch zu mir selbst. Und das mache ich so lange mit wirklich harter Einstellung sich selber gegenüber, ja, seine Fehler suchen und dann einfach in der Praxis umsetzen. Und zwar versuch einfach das so rüberzubringen, als würdest du es frei aus dem Bauch rausreden. Ich war in der Schule einer der schüchternsten Kinder, ja, und es ist wichtig, 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 wenn du willst, dass die Leute zuhören, dass es aus dem Bauch rauskommt. Ja? Oder auch wenn du ein Skript hast, kannst du dieses Skript so lernen, dass es sich anhört, als würde es aus dem Bauch rauskommen. Und es ist ganz wichtig, dass da Emotionen mit rüberkommen. Und dann ist auch wurscht, ob du jedes Wort richtig betonst. Dann ist auch wurscht, ob du mal den einen oder anderen psychologischen Trigger nicht mitbenutzt. Dann ist es wurscht, weil die Leute dir dann folgen, wegen deiner Art zu reden. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt für Rhetorik. Die Leute sollen dir folgen und nicht dem, was du anbietest. Das ist der Punkt. Perfekt. So, dann gebe ich euch jetzt erstmal den Text vor und dann sage ich euch, welche Punkte wir da suchen. Erstens, du musst dich mal wohlfühlen beim Ansprechen der Leute, beim Dialog, beim Monolog, wenn du vor der Kamera redest. Du
musst wissen, wovon du sprichst, natürlich, ist klar, und deine Stärken und Schwächen kennen, nicht können, und deine Rhetorik entsprechend darauf anpassen. Wenn du zu oft nervös bist, dann plan mehr. Ja, also das kann man ja wirklich tun, dass man sagt, okay, jetzt habe ich 5 Gespräche geführt und ich war in Moment XY immer unsicher, immer wenn der gefragt hat, ja, was kostet es beispielsweise? Dann bereite ich mich auf die potenziell möglichen Fragen vor, weil es sind immer die gleichen, die mich nervös machen, und plane meine Antwort. Und dann kann ich rhetorisch geschickt auch darauf antworten. Ja, es sind immer die gleichen Fragen, ja, die einen nervös machen. Zweitens ist egal, um was es geht. Wenn deine Ausstrahlung, deine Mimik, deine Gestik, die Stimmlage, die Betonung, deine Wortwahl und die Art oder deine Geschichte nicht kompatibel zum Zuhörer sind, dann geht da gar nichts. Und das ist aber was du mit jedem Menschen schaffen kannst. Und das ist nicht übertrieben. Wenn du richtig rhetorisch arbeitest, nennen wir es mal arbeiten, dann kannst du mit einer Rede ganz zwangsläufig jeden abholen. Da wird keiner da sitzen und sagen, ey, interessiert mich nicht mehr, ist der Scheißdreck. Ja, wenn du das richtig machst, wenn du es schaffst am Anfang, dass die Leute dir zuhören und dann on point bist, egal was du sagst, es muss nicht mal die Leute interessieren. Ja, wenn du auf der Bühne vorne stehst, irgendein Thema anfängst und die Ausstrahlung passt, dann hörst du dem weiter zu. Das ist in unseren Genen einfach auch drin, das Geschichten erzählen. Wir haben am Lagerfeuer schon Geschichten erzählt. Ja, wir haben dort Informationen am Tag ausgetauscht. Hey, Digga, geh da nicht hin, da ist irgendein scheiß Säbelzahntiger. Und am Abend waren wir da gesessen und haben uns Geschichten erzählt. Ja, und das ist eins der mächtigsten Tools, die man haben kann, wenn man eine gute Geschichte hat. Viertens, du musst ganz genau wissen, wo sich dein Zuhörer gerade emotional und gedanklich befindet, und das kannst du lenken. Es ist nur Übung. Dann wirst du auch erkennen, wenn er in den Modus der Zustimmung kommt, und dann jetzt mal im Hinblick auf Beratung, dann macht auch die Abschlussfrage Sinn. Und die Abschlussfrage ist nicht nur ein rhetorischer Kniff, sondern auch ein zeitlicher. Also du musst genau den richtigen Zeitpunkt sehen und treffen, wann du die Abschlussfrage stellst. Die Begriffe, die ich dazu genommen habe, ist erstmal Selbstsicherheit. Du brauchst einfach wirklich Selbstsicherheit. Und wir werden dann auch noch drauf kommen, wieso die vielleicht manchmal nicht da ist und wie du sie aber auch wieder kriegst in Sachen Vertrieb. Du brauchst eine ruhige Ausstrahlung. Das fehlt mir auch manchmal. Ich bräuchte noch eine viel ruhigere Ausstrahlung. Der John hat die. Du brauchst gutes Storytelling. Wirklich gute Geschichten, und das, ich meine nicht mit erfundenen Stories vom schwarzen Mann. Ich meine, du brauchst deine Story und die musst du immer vor dir hertragen. Du musst die Leute ja mitreißen. Und wenn du nicht ständig davon sprichst, dann reißt du die Leute nicht mit. Was meinst du, warum die nervigen Leute aus dem Network Marketing das so machen? Weil sie so beigebracht bekommen, die Produkte sind bloß scheiße und deswegen interessiert es keinen, ja. Aber wenn du deine Geschichte mit Feuer und Leidenschaft erzählst und das bringt dem anderen noch was, am besten noch einen kostenfreien Mehrwert vorab, dann ist jeder erstmal bereit, sich zumindest mit dir zu unterhalten. Und dann, wenn du es gescheit machst, ja, auf der emotionalen Ebene auch ankommst, dann kannst du ihm irgendwann das Angebot machen, diese 2 Schritte, hey, lass uns einen Kaffee trinken, und dann, hey, hör dir mal an, was ich für dich habe, funktioniert nicht mehr. Und dann halt Menschenkenntnis. Und hier könnte man auch einfach Zielgruppenverständnis sagen. Ja, aber ich sage immer Menschenkenntnis, ich sage immer, geht raus aus der Box der Zielgruppenkenntnis. Da denkt jeder drin, überlegt mal, was die Gesellschaft will, was der Mensch will, was der für Bedürfnisse hat. Okay, Fragen dazu? Okay, perfekt. So. Oh, Blätteranimation. Hast gesehen? Hast gesehen? Brutal, oder? Wir machen jetzt einen Kreis. Der Andreas Baulig sagt einen Flywheel-Effekt. Ich sage einfach eine Aufwärtsspirale. Okay? Erstmal, wie entdecke ich meine Schwachstellen? Das ist die erste von 2 Spiralen, die wir heute machen, die dich weiterbringt. Und am besten erkennst du die in der Praxis. Ganz logisch. Erstmal systematisiere ich eine Herangehensweise und optimiere sie dann. Das habe ich mit dem Robert, wie auch mit dem John schon getan. Wir haben uns für LinkedIn da was rausgesucht, das macht der Robert jetzt gerade auch. Dann war die Annahmequote vom John irgendwie bei 20%, dann haben wir das optimiert, dann war sie bei 55%. Jetzt war er im Grunde wahrscheinlich zufrieden, ansonsten hätte er sich nochmal gemeldet. Das ist systematisieren und optimieren. Warum das jetzt in einem Kreisdiagramm da an dieser Stelle steht, wird schon noch schlüssig werden.
Das heißt, du setzt dich hin, du suchst dir eine Lead-Quelle raus, die du manuell anzapfen kannst, ohne dass du Geld investieren musst, weil was machst du, wenn du kein Geld hast? Du brauchst ja ein Gefühl der Sicherheit. Wenn du kein Gefühl der Sicherheit hast, bist du ständig unsicher und das kommt auch bei den Leuten an. Du brauchst ja auch ein Gefühl der Sicherheit. Du erstellst dann Leitfaden, Skripte und schaust, dass die einzelnen Schritte replizierbar sind. Das ist nicht schön. Lieber würden wir alle einfach labern, aber das geht halt nicht. Ich kann das halt nicht machen. Ich kann mir zumindest, muss ich mir Stichpunkte setzen, über die ich dann einigermaßen gleich spreche. Aber ganz gerade am Anfang sollte ich mit einem wirklichen Leitfaden arbeiten, was ich wann, wie, wo sage, einfach, um mich da auch zu üben. Ja, um mich auch darin zu üben, vorgelesene Texte so rüberzubringen, als wären sie freigesprochen. Das ist auch eine ganz sehr wichtige Fähigkeit. Irgendwann später mal übt ständig daran, wo es halt eben geht, an eurer Rhetorik. Jetzt habt ihr das gemacht, habt euch hingesetzt, habt eure Skripte optimiert und jetzt ist es wichtig, nicht rum zu prokrastinieren und zu sagen, ja, das könnt ihr noch besser schreiben, da könnt ihr noch einen psychologischen Trigger reinhauen, sondern erst einmal rauszugehen und 100 Leute anzuschreiben. Dann siehst du, was passiert. Wie viele nehmen die Anfrage an, wie viele antworten dir, was passiert mit diesen 100 Nachrichten? Und ist das Ergebnis zufriedenstellend? Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, hey, ja super, dann arbeiten wir am nächsten Schritt, passt doch, ja, dann bleiben wir erstmal dabei. Warum muss ich was optimieren, was passt? Wenn das erste Mal das Ergebnis passt, ich habe das Gefühl, hey, 5 von den 100 haben mich angeschrieben, da ist ein Gespräch draus geworden, das war eine Stunde Arbeit, ich habe einen neuen Kunden, dann passt es. Ja, ich muss das Gefühl haben, ob es passt. Da gibt es keine Zahl, an die du dich halten solltest. Ich sage aber, wenn du auswertest, mach mindestens 100 neue Kontakte, bevor du wieder ans Auswerten gehst, weil das ist ja sonst ein kompletter Schwachsinn, weil das ist genau diese Prokrastination. Hey, jetzt habe ich 10 Leute angeschrieben, oh, da schreibt keiner, ich verändere wieder den Text, investiere da wieder eine Stunde, schreib da lieber 90 an. Ja, mach einfach Feuer raus. Und dann siehst du in der Menge, was zurückkommt. Immer mindestens 100 Leute, bevor es wieder anpasst. Das ist eine ganz wichtige Sache, in der ich viele Leute gefangen sehe, die einfach ja, immer wieder rumoptimieren, ein paar Leute anschreiben, rumoptimieren und dann schaust du mal auf die Schlagzahl in 2 Monaten und dann haben sie täglich im Schnitt 6 Nachrichten geschrieben. Ja, wie soll denn das was werden? Ja. Das kann ja nicht gehen. Und hier, na komm, mach weiter. Hier geht es einfach darum, herauszufinden, wie die Systematisierung ja, funktioniert, wie sie performt. Du kannst punktgenau sehen, wo du jetzt was verbessern kannst. Du hast ja mehrere Schritte im Normalfall. Diese 2 Schritte-Scheiße schlagt euch direkt aus dem Kopf. Ja, wir interagieren mit den Leuten erstmal. Und da kannst du ja sehen, habe ich jetzt zu viel Text geschrieben oder schreiben ganz wenige zurück. Immer aufs Gefühl hören. Passt das, was da zurückkommt oder passt es nicht? Ja, es ist ganz wichtig, einen Zugang zu der Intuition auch zu haben, passt es oder passt es nicht? Die Leute sind so verkopft, die machen sich immer an irgendwelchen Zahlen fest. Hey, und wenn ich 10 Tage lang immer 100 Nachrichten schreibe und es antwortet einer und der ist dann 10.000 Euro wert, dann ist das auch okay. Ja, das muss man sich halt mal einfach durch den Kopf gehen lassen. Und da muss man Energie und Zeit investieren. Da kann man nicht sagen, ach, das habe ich jetzt 2 Wochen gemacht, das funktioniert nicht. Ja, weil du erst 2 Wochen dran bist und das nicht optimiert hast. Das ist der größte Scheiß, den die Leute machen. Die wollen zu schnell zu viel. Und man kann schnell viel erreichen, aber dann muss es optimal funktionieren. So ist es einfach. Drittens, schau systematisch ja, nach dem Muster, das du verwenden kannst, um auch authentischer zu wirken. Was passiert gerade mit den Leuten, mit denen ich spreche? Dann wird es auch weniger wichtig, ein Skript zu benutzen. Dann reichen Stichpunkte. Wenn ich genau verstehe, wo derjenige ist, und das ist einfach auch eine Gefühlssache. Ich kann den Leuten bloß immer sagen, öffnet euch für ein Gefühl, reflektiert nicht zu viel, denkt nicht zu viel nach. Ja, es ist dumm. Es ist dumm, zu viel zu denken und die Intuition zu vernachlässigen, weil die ganzen Ressourcen, die ich übers Grübeln verwende, ich einfach für ganz andere Sachen nutzen könnte, fürs Umsetzen nämlich, was meine Intuition sagt und wohin sie mich leitet. Und ich denke, der Punkt geht vielen verloren, wenn sie da so verkopft in dem Business-Ding sind. Du musst dich wohlfühlen beim Ansprechen der Leute. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann wird es nichts. Du musst eine Methode dir erarbeiten und ein Mindset dir erarbeiten, wo du dich wohlfühlst, wo du sagst, wenn ich heute Leute anspreche, dann tue ich was Gutes. Ja, das musst du in deinen Schädel reinhämmern, weil das ist ein Zeichen für eine gute Charaktereigenschaft, wenn du sagst, ja, ich will aber die Leute nicht ansprechen, weil die könnten ja genervt sein. Das ist also voll der Blödsinn. Also da ist ja wahrscheinlich eher Angst noch im Weg. Ich muss die Leute ansprechen, weil keiner weiß, dass es mein Angebot gibt. Und warum biete ich das an?
weil ich ja erstens ja Geld verdienen will und zweitens damit Leuten helfen möchte, was ich tue. Ja, und wenn keiner weiß, dass es mir ein Angebot gibt, wie soll ich das dann machen? Ich habe kein Geld für Werbung beispielsweise, das ist ja die Situation, in der aktuell die meisten sind, kann keine Werbung schalten, muss rausgehen, weil sonst keiner hört, was los ist. Und da brauche ich keine schwulen Videos auf Facebook stellen, weil das ist absoluter Nonsens, absoluter Scheißdreck, dazu da eine Stunde zu investieren, das zu drehen, eine Stunde dazu zu investieren, vielleicht das zu skripten, zu schneiden, was auch immer. Und dann sehen es 30 Leute. Und dann war es das mit dem Video. Ja, Kaltakquise ist das Wichtigste, um rauszugehen. Und Facebook ist sozusagen die Visitenkarte oder euer Profil auf diesem sozialen Kanal ist eure Visitenkarte, auf die Leute dann schauen, wenn der Text sie interessiert, den ihr schreibt. Das ist, stell dir mal vor, du hast eine Werbeanzeige, da hast du Einblendungen. Die Einblendungen hast du jetzt aber nicht. Jetzt musst du dich halt selber bei dem einblenden. Du musst halt die Werbeanzeige ersetzen und das manuell. Deswegen musst du raus. Und Leute, das ist eine ganz logische Geschichte. Und wenn ich mich dabei nicht wohlfühle, ja, dann habe ich ein Mindset-Problem, wirklich, tatsächlich. Ja, weil das ist ganz normal. Also es ist ganz normal, dass jemand, der ein Angebot hat, rausgeht und versucht, es zu verkaufen. Das ist ganz normal. Ja. Also das muss man sich einfach auch bewusst machen. Und wir leben in einer schnellen Welt, wo Schlagzeilen wichtig sind, weil jeder irgendwie ein tolles Angebot meint zu haben. Und da müssen wir uns einfach darauf anpassen. Es gibt Sachen, die kann man nicht ändern. Ja, wenn jetzt gerade Schlagzeil wichtig ist, dann ist Schlagzeil wichtig. Jetzt gerade ist Empathie wichtig. Jetzt gerade ist wichtig, sich auf die Leute einzulassen. Ja, aber man muss sich da anpassen und man muss da auch bereit sein, aus seiner Komfortzone rauszugehen, definitiv. So, was habe ich da noch? Das sage ich auch, die Menschen auf die eigene Mission mitzureißen, das muss doch einfach Spaß machen. Ja, wenn das keinen Spaß macht, was denn dann? Wenn ich da sitze und mein Gegenüber eine halbe Stunde, was heißt bequatsche, ja, wenn ich mit dem rede und eigentlich rede ich sehr viel, das macht mir eine Beratung, denn ich rede eigentlich die ganze Zeit in der Beratung und am Ende sagt mein Gegenüber, ja, weißt was, ist ja total cool, ja, und ey, Zweifel habe ich auch nicht, weil du zeigst ja vorab, ja, mache ich, sau cool, dann habe ich ja so ein geiles Gefühl, weil meine Geschichte den einfach mitgerissen hat und das ist ja keine Story, die ich erfunden habe, sondern das ist ja eine wahre Geschichte, das ist das, was mich wirklich anleitet. Scheiße fühlen muss ich mich, wenn ich mir irgendwas ausdenke, ja, wenn ich sage, ach, ja, was ist mein Warum, weil es mir irgendein Guru gesagt hat, dann ist es ein Scheißdreck. Ihr braucht schon ein Warum, aber das muss schon ein authentisches Warum sein. Und dann ist es doch das Tollste. Schaut mal, wenn ich euch erzähle, ja, wenn ich meinen Leuten erzähle, hey, schau mal meinen Podcast, ich war im Gefängnis, ja, ich habe Drogen verkauft, ja, dann sagen die Leute, was, wow, und das ist ja nur, ist ja ein Satz, ja, und die Leute sind direkt interessiert, ja, und jeder hat eine Geschichte, die irgendwo interessant ist. Ja, bei mir ist es halt ein krasser Konflikt, weil ich so rede, wie ich rede und weil ich so rüberkomme, wie ich rüberkomme mit so einem Unternehmen. Das und ich habe sowas gemacht und deswegen ist es halt eine krasse Geschichte, die die Leute interessiert und deswegen kommen die halt auch immer wieder zum Reden im Grunde. Aber jeder von euch hat so eine Geschichte. Es ist bloß wichtig, wie die rhetorisch verpackt ist. Wenn du mich jetzt nicht kennst, wenn du nicht weißt, wie ich rede, wenn du nicht weißt, was ich beruflich mache und ich komme zu dir und ich sage, ich habe Drogen verkauft und war im Gefängnis, dann ist es eine ganz andere Wirkung. Das muss man einfach so sagen und schaut einfach wirklich drauf, wie ihr euer Zeug kommuniziert und schaut wirklich drauf, dass ihr rausgeht zu den Leuten immer mehr. Lieber gehe ich zu 100 Leuten mehr raus, aber das kommt später noch und optimiere im Nachhinein diese Strategie, bevor ich 100 Sachen probiere und immer wieder irgendwas anders schreibe, ja, weil wenn ich 100 Sachen probiere, kratze ich bei 100 Sachen logischerweise immer nur an der Oberfläche, weil ich nichts optimiere, aber wenn ich mir irgendeinen Akquisekanal raussuche, egal was es ist, ja, und da einfach dranbleibe und sage, okay, was weiß ich, Leute bequatschen in der Facebook-Gruppe, hat nicht geklappt, woran hat es gelegen, ja, und das dann optimierst, dann klappt es beim nächsten Mal besser, weil das ist die Natur der Dinge, ja, und dann denkst du dir wieder, okay, jetzt haben vielleicht zwei geantwortet, kein Chat rausgeworden, was war jetzt das Problem, und du optimierst weiter und schreibst wieder Leute an, irgendwann kommst du in den Schnitt, wo einfach, das ist ganz logisch, wo einfach mehr Leute schreiben, ja, weil du ja immer wieder verbesserst, und du bist ja nicht blöd, du weißt ja, wie was ankommt. Du liest es dann nochmal, du hast mehr Erfahrung, du hast dich mehr reinversetzt, du hast das Feedback, dass du wenige Nachrichten bekommst, wenige Antworten. Das macht was in dir, ohne dass die Leute was schreiben und du änderst deine Nachricht wieder und kommst irgendwann weiter. Du musst einfach Energie reinstecken und dann wird es auch was. So, schauen wir mal auf die Folien. Perfekt, da klicke ich mal durch, die lassen wir raus, weil die ist lange, lange. Und jetzt zeige ich euch eine Aufwärtsspirale zum Selberbauen, wie versprochen. Perfekt. Nochmal so eine Grafik. Ich fand es jetzt total cool, dass ich zweimal die gleichen zwei Grafiken jeweils verwenden konnte.
Und ich weiß gar nicht, wo dieser Blättereffekt herkommt. Scheiß, scheiß blödes PowerPoint. Also, das hat mir ein Coach gesagt, der jetzt mittlerweile in der Gruppe ist. Und da bin ich ihm sehr dankbar dafür. Die Leute stellen sich immer die Frage, warum sie was tun, weil ja, jeder braucht eine Rettungsmission, deine Heldengeschichte ist ganz wichtig und so weiter und so fort. Wenn du dich aber nicht fragst, wozu mache ich das und was ist das letztendliche Ziel, dann ist es kein Antrieb. Ja, warum mache ich das? Ja, super, aber wo will ich hin? Was, welchen Weg ebne ich mir dadurch, dass ich dieses Warum habe und wo möchte ich hin? Was ist das Ziel? Mein Ziel beispielsweise ist, also sehr subjektives, ja, da zu sitzen und zu sagen, ich habe die Welt gesünder gemacht und ich habe verhindert, dass viele tausend Leute ein Scheiß-Coaching kaufen. Damit habe ich einen Fingerabdruck in der Welt hinterlassen, ja, der größer ist als der von den meisten anderen. Ein ganz egoistisches Ziel, ja. Aber das ist mein Wozu. Mein Warum ist, weil ich ja ganz krasse Geschichte habe, sehr ungesund gelebt habe und mir jetzt einfach bewusst geworden ist, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch diesen Lebensweg, dass es erstrebenswert ist, einen absolut gesunden Lifestyle zu haben, reflektiert zu sein, etc. und ich das an Leute weitergeben möchte. Es sind aber zwei komplett verschiedene Sachen, aber die brauchst du beide, sonst hast du keinen Antrieb. Wenn es dir selber nichts bringt, ist der Antrieb nicht da. Okay? Logisches Denken nutzen. Ja, das, dieses nicht nur dein Warum, sondern auch dein Wozu festlegen, ändert sich später und es heißt dann logisches Denken nutzen. Ja, nutz dein logisches Denken autosuggestiv, um dir selber ein Mindset zu schaffen, das Akquise relativiert und für normal macht. Ja, also wer von euch würde sagen, Akquise fühlt sich scheiße an? Kaltakquise, Telefon. Ja, Ja. Firmen anrufen. Und jetzt versuchen wir mal einen Gedankenstrudel zu, also was heißt ein Strudel, eine Gedankenkaskade zu entwickeln, wo ich dann am Ende dastehe und sage, ja, okay, ich muss das machen. Mache ich die Welt zu einem besseren Ort, wenn ich meine Dienstleistung erbringe? Wenn ich frühs aufstehe und an diesem Projekt weiterarbeite, dann habe ich die Chance, dass morgen eine Person vielleicht bei uns bucht, einen geilen Coach findet und nicht bei irgendjemand anders. Mache ich die Welt zu einem besseren Ort? Ich denke schon. Machst du die Welt zu einem besseren Ort, Philipp, wenn du jemandem ein geiles Video machst, der hat dadurch mehr Erfolg, mehr Kunden, ist die Welt verbessert. Wenn du John jemanden dazu bringst, dass er zufrieden im Leben ist, dass er sich wohl in seinem Körper fühlt, hast du es geschafft? Er hat einen anderen Einfluss auf die Leute in seiner Umgebung. Du hast die Welt zum besseren Ort gemacht. Ja, Robert, genauso bei dir. Deine Leistung, egal ob es Ernährung ist, egal ob es die Nachhilfe der OTL ist, es verbessert Menschenleben. Und das muss man uns einfach bewusst machen. Und das dürfen wir auch nicht kleinreden. Ja, das ist halt die Natur der Branche, dass, wenn es klappt und wir ein gutes Konzept haben, dass wir Leben verändern. So ist es halt. Verbessere ich die Situation der Menschen, die meine Leistung erwerben? Natürlich, ja. Also ich habe ja nicht nur ein Konzept, das nur mir was bringt. Das ist aber im Grunde für den Einzelnen gedacht. Das ist der erste Punkt, ist ja im Grunde das Gleiche, aber so auf den Einzelnen bezogen. Sollten darum möglichst viele Leute meine Leistung erwerben? Natürlich hört sich das egoistisch an. Natürlich ist das auch ein Scheiß Mindset, das die ganze Gesellschaft da hat. Aber natürlich sollten die Leute das kaufen, weil es ja ihr Leben verbessert. Und wenn der Preis, den ich dafür gewählt habe, nicht irgendwo im Himmel ist und ich eine scheiß Arbeit abliefer, dann möchte ich auch dafür bezahlt werden. Ich möchte ja davon leben. Dafür verbessere ich das Leben von anderen Leuten. Ja, das machen Chirurgen auch. Ja, weißt du, was ich meine? Und die wollen ja auch dafür anständig bezahlt werden. Und wir spielen im Grunde mit der Gesundheit der Menschen, wenn wir scheiß Arbeit abliefern. Also haben wir sehr viel Verantwortung. Und es wird ja immer im Leben nach Verantwortung bezahlt. Es wird ja nicht nach Arbeitszeit bezahlt, es wird ja auch nicht nach Ergebnis, es wird nach Verantwortung bezahlt tatsächlich. Wenn ich ein Menschenleben in der Hand habe als Chirurg, kriege ich mehr Geld, als wenn ich halt vielleicht bloß die Wand meiner Baustelle verkacken kann. Ja? Und wir Selbstständigen geben unsere Dienstleistung ja selber einen Wert. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass wir Menschen retten und Menschenleben verbessern, was ja tatsächlich der Fall ist, dann muss man auch sagen, das müssen ja auch irgendwie die Leute wissen, dass sie das, dass sie diese Möglichkeit haben dazu, einfach so von uns zu profitieren. Ja. Nochmal die Frage, wessen Dienstleistung soll möglichst vielen Menschen verkauft werden, um ihr Leben maximal zu verbessern? Eures, ja, eure Dienstleistung soll verkauft werden. Es ist einfach so. Ja. Das hilft jedem, das hilft demjenigen, das hilft dir, das hilft mir, das hilft jedem, wenn jemand dein Zeug kauft.
Und deswegen die Frage, muss ich nicht täglich genau deswegen rausgehen? Und es ist halt so, wir sind jetzt gerade in einer Situation, wo das die beste Möglichkeit erstens ist und zweitens wir auch das meiste Wachstumspotenzial haben, weil gerade Kaltakquise sich unangenehm anfühlt und da können wir persönlich einfach reinwachsen, da können wir uns im Grunde entfalten und maximale Erfolge einfach sichern. Wir müssen uns täglich anstrengen. Ich komme jetzt gleich noch zu einem Punkt, der Gewohnheiten anspricht. Ja, wir müssen da täglich reingehen. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Und kann ich nicht ganz ohne zu manipulieren einfach in ein Gespräch reingehen, kann sagen, heute gehe ich auf Facebook, auf LinkedIn, auf was auch immer, wo ich halt bin und suche mir Leute raus, denen ich einfach versuche zu helfen. Ja, habe ich irgendwas, was ich denen mitgeben kann, gleich im Gespräch vielleicht? Ja, kenne ich meine Zielgruppe so gut, dass ich dem direkt den Magic Moment erschaffen kann? Wenn ich weiß, 90% der Leute haben Rückenprobleme und ich schreibe 100 Leute an, dann habe ich tendenziell 90 Leute, die es haben. Ja? Und wenn man seine Zielgruppe sehr gut kennt, dann ist dieser Bruchschaden, dass es bei manchen Leuten halt eben nicht stimmt, ja, auch ganz normal. Da kannst du einfach erst einmal eine Behauptung aufstellen. Ja? Wenn du weißt, ey, die haben ein Scheiß-Video, dann kannst du behaupten, dass sie ein Scheiß-Video haben, ja, weil 9 von 10 einfach ein Scheiß-Video haben und da ist es scheißegal, ob du gesehen hast, dass sie ein Scheiß-Video haben, dann behaupte halt, sie haben gar keins oder ein Scheiß-Video, weil jedes Video, das sie haben, scheiße ist. Und wenn halt einer von 10 ein geiles Video hat, scheiß auf den, der wird eh nicht dein Kunde, ja. Also da auch ein bisschen kühler denken ist auch immer angesagt. Wir leben in einer harten Geschäftswelt, da darf man nicht zu soft sein tatsächlich. So, hier habe ich es jetzt geändert, logisches Denken aktiv nutzen und das Mindset zu schulen tatsächlich. Dann konsequent handeln, das ist das, was den meisten fehlt. Da habe ich auch das größte Problem mit meinem Fokus, mit meiner Routine und Gewohnheiten etablieren. Und du kannst mir sicher folgen, wenn ich dir da Folgendes erzähle. Ist ein bisschen ein psychologischer Abstecher mal wieder. Aber neue Routinen und Veränderungen sind immer erstmal außerhalb der Komfortzone. Logischerweise. Du brauchst ein tägliches System. Beispielsweise schreibst du halt einfach jeden Tag 40 Leute auf LinkedIn an. Einfach nur als Beispiel. Ja. Und das ist außerhalb deiner Komfortzone. Das macht erstmal vielleicht auch keinen Spaß, aber du musst dieser Routine folgen. Und dann, wie es bei deinen Coachings ist, du versuchst ja auch Gewohnheiten bei deinen Coaches zu etablieren. Nach 2, 3 Wochen fühlt sich schon okay an. Nach 2 Monaten, 3 Monaten ist es easy peasy, dann machst du es einfach. Ja? Und lernst immer dazu. Und da kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt. Wieder der gleiche. Nach einem Muster reflektieren und die Lehren ziehen, sei da ehrlich zu dir selber. Ja, also es ist wieder der gleiche Punkt wie bei der letzten Spirale. Was habe ich falsch gemacht bei meiner Ansprache? Wo könnte es besser sein? Wann haben wie viele Leute angenommen? Ich habe im Schnitt 4 Nachrichten geschrieben, war das zu lang? Überlegt, schaltet das Hirn ein einfach, dann kommt ihr auch auf die richtigen Fragen. Wenn ihr da brainstormen wollt, können wir gerne einen Call machen. Ja, dann brainstormen wir mal über die richtigen Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man Akquise betreibt. Wenn ich 4.000 oder wenn ich nur 1.000 Leute angeschrieben habe, dann habe ich so viele Daten über das, was ich getan habe, wenn ich die richtig auswerte, und deswegen sind ja Daten so wertvoll, dann kann ich ganz effizient akquirieren und das ganz unesoterisch und auch ganz weit weg von irgendeiner tiefen Psychologie. So, ihr Lieben, fühlst du dich wohl bei deiner Akquise? Sei dir bewusst, dass ein schlechtes Gefühl bei der Akquise kein Zeichen, das habe ich vorhin schon gesagt, für Charaktereigenschaften ist, die gut sind. Ja, es ist ein Anzeichen für massive Probleme mit deiner grundsätzlichen Haltung, der Natur der Selbstständigkeit gegenüber und den Dingen, die das halt mit sich bringt. Wenn ich geil bin, wenn ich sage, ich habe so ein geiles Produkt, ich möchte es unbedingt raushauen, aber habe ein Problem, auf die Leute zuzugehen und das zu verkaufen, weil das könnte die ja nerven, habe ich ein Problem. Da handle ich total irrational. Ja, aber total. Und das ist eine Annahme, die überhaupt gar nicht stimmt. Vielleicht sind die Leute ja total geil drauf, weil du das die innovativste Herangehensweise hast, die der Markt jemals gesehen hat. Aber du zweifelst an deinem Angebot, gehst nicht gescheit raus, kommunizierst es wie für einen Arsch und die Leute wissen es nie, wie geil das ist. Ja, die Haltung dahinter ist das Wichtigste und die kannst du dir auch einreden. Psychologie funktioniert auch in dem Bereich. Stell dich vor deinen Scheißspiegel, warum meinst du, dass die Leute das machen und sag dir jeden Tag, du bist der geile Verkäufer und du wirst dich besser fühlen. Nach einer Woche, du wirst dich besser fühlen. Nach 2 Wochen, das ist nur als Idee. Ja, du kannst dir das alles selbst suggerieren und es wird so werden, wie du denkst. Unsere Überzeugungen spielen die allergrößte Rolle in dem, was wir tun.
Und wenn ich mir denken würde, ja, ist aber schon ein großes Projekt, ja, hier gleich Deutschland, Österreich, Schweiz, danach vielleicht die Welt, wir wissen es ja noch nicht, und vielleicht noch Schulungen und dies und das, da muss ich ein verdammt gestörtes Mindset haben, ja, also gestört in einem positiven Sinn, wenn ich sage, das traue ich mir zu, aber das ist ganz wichtig, dass ich es mir zutraue, weil wenn ich dann da hocke und sage, na, ist ja schon groß, ne? Das wird jetzt ja vielleicht nichts, wo soll ich denn jetzt anfangen? Dann rumprokrastinieren, dann vielleicht irgendwo in der Schulung ein bisschen Zeit investieren, hilft nichts, einfach rausgehen, Feuer geben, ja, Mann, ich kann das und was soll's? Ne? Und wenn halt irgendwas passiert, was mir das Gegenteil beweist, überwinden und weitermachen. Ich habe ein Ziel vor Augen und da hält mich im Grunde nichts auf und das sollte jedem von euch so gehen und ich fühle mich wohl dabei, wenn ich sage, ja, und das kann jeder schaffen. Es liegt vielleicht bloß an der Art und Weise, wie eure Rhetorik auch durch das, was im Internet propagiert wird und das, was die Leute, die großen Coaches vermitteln, ja, einfach nicht funktioniert und zu Unsicherheit gefühlt hat, glaube ich. Das war die Folie, die ich übersprungen habe. Wir sind ja alle irgendwo verunsichert in unserem Marketing. Ja, es hat nicht funktioniert, was wir selber versucht haben. Es hat nicht funktioniert, was wir online gesucht haben. Es hat nicht funktioniert, was wir in einem Coaching gebucht haben. Und wir haben all diese Infos jetzt irgendwo in unserem Schädel. Und immer, wenn wir jetzt versuchen, ein normales, authentisches Skript zu schreiben, wo wir uns wohlfühlen, fließen diese ganzen angeblich notwendigen Dinge damit ein und machen es wieder unauthentisch und du fühlst dich wieder scheiße. Versuch alles beiseite zu legen, was du weißt, und versuch dich nur auf dein Gefühl zu verlassen. Wie willst du es kommunizieren? Was bringt es den Leuten? Geh raus einfach. Und dann hock dich mit mir zusammen oder in der Gruppe und wir optimieren es und sprechen darüber. Glaubt mir, es ist ganz wichtig, heutzutage selbst auf seine emotionale Ebene zu kommen. Das ist ein sehr esoterisches Gespräch fast, ja, weil genau da die Leute nicht mehr ankommen bei den Leuten. Wir müssen auch bei der Akquise erst auf die emotionale Ebene und dazu muss ich ja selber erst einmal emotional sein. Ja, also dazu muss ich ja selber erst einmal nach einer Intuition handeln können, nach einem Gefühl. Ja, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, da Zugang dazu zu haben. Es geht über Meditationen und so weiter und so fort. Ihr kennt euch ja aus. Ja, perfekt, ihr Lieben. Jo, ich grätsch kurz rein. Wäre es ganz kurz in Ordnung, wenn wir eine Minute Pause machen? Ich muss mir was zu trinken holen. Ich bin im Grunde, glaube ich, gleich fertig. Ja? Ja. Na dann, machen wir noch, ziehen wir noch durch. Ist noch geteilt, ja, ne? Ich lasse das jetzt so. Und dann sind wir in der Spirale wieder bei Punkt 1, deswegen ist es eine Spirale. Wieder ist es nach wie vor eine Strategie, die sich lohnt zu verfolgen. Ja, sollte natürlich nicht ständig gewechselt werden, aber reflektiert sein wollen wir trotzdem. Wo kann ich diese Strategie verbessern? Rein statistisch kann bei meiner Angebotsgestaltung mit der aktuellen Schlagzahl an Kaltakquise-Kontakten überhaupt Erfolg entstehen. Eine höhere Schlagzahl bedeutet, dass du dich selber in Disziplin schulst. Das ist ja etwas, was auch erstrebenswert ist, ja, dass du mehr Chancen auf Umsatz hast und auch darauf hast, noch einem weiteren Menschen zu helfen. Wenn ich noch Zeit übrig habe in meinem Kalender, dann macht es Sinn, Leute mit kostenfreien Angeboten zu überzeugen. Wieso sollte jemand bei dir kaufen, der dich nicht überhaupt gar nicht kennt, wenn du nicht bekannt bist, wenn du nicht vornherein bereit bist, ihn zu überzeugen? Und da hilft kein YouTube-Video. Ja, da musst du auf die emotionale Ebene. Du musst irgendwas dem bieten, was von dir kommt, ja, was persönlich trifft. Und ich überspringe einen: Menschen verkaufen Menschen. Stell dir das immer vor. Du verkaufst nicht als Dienstleister deiner Zielgruppe, sondern du als Mensch verkaufst als einen Menschen. Ja, das ist ein Prozess. Es gibt keine Zauberformel. Psychologie wirkt manchmal so wie Zauberei. Deswegen sage ich immer: Redet mit mir, weil das kann ich echt gut. Wir unterstützen beim Optimieren. Es ist im Mitgliedsbeitrag eh dabei. Ja, also ist keine Werbung. Egal wie oft ihr mir schreibt, wenn es halt irgendwann zu viel wird, sage ich halt, es ist zu viel. Ja, aber das versteht dann auch jeder, weil an einem Punkt, wo ich sage, es ist zu viel, habe ich schon sehr viel gearbeitet. Okay. Nutzt den Business Support. Das meine ich damit. Ja, und wenn mal die Antwort 2, 3 Tage dauert, ja, dann dauert sie halt 2, 3 Tage, aber ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort und ein Feedback von jemandem, der wirklich auch den Hintergrund blickt. Direkte Hilfe nicht per Post, sondern per Post einfach posten. Interagieren mit den Leuten. Ich sage es euch immer wieder. Da entsteht die Dynamik. Ihr drei, wenn aktiv seid, könnt die nächsten zwei mitreißen und im nächsten Call sind es 10. Ich allein gebe schon alles. Wenn ihr noch Gas gebt, werden wir 10 Leute. Wir müssen spielen mit den Leuten. Wir müssen die zu was bringen. Denn alleine wir vier, wie wir hier sitzen, sind ja schon ein größeres Kollektiv als die meisten Dienstleister da draußen. Ja, und wir können mehr bewirken als die meisten Dienstleister da draußen, wenn nur wir vier da hocken. Und jetzt sollten wir auch noch 10 dazu bringen. Denn wir wollen am Ende eine Story haben. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht, aber
Das entsteht ja auch in der Gruppe. Ich bin ja nicht euer Führer. Ja, wir wollen ja in eine Richtung, die halt einfach positiv ist. Und da gestaltet ihr alle mit und deswegen versucht aktiv zu sein, okay? Ihr Süßen. Vermutlich habt ihr OTL oder jetzt die ganzen Schulungen, die Online-Trainer-Lizenzen und Karriere als Fitnesstrainer auch so angefangen. So kleines Kollektiv, einer hat eine Idee, lass uns mal eine Schulung machen, okay, schreiben, Content kreieren und dann sich die Lizenz vom TÜV holen oder vom ZFU und dann Marketing. Wupp. Richtig, ja, ja. ZFU natürlich, sehr coole Geschichte, was auch immer, aber langfristig wollen wir ja eigenes Qualitätssiegel auch sein, das muss ich halt rumsprechen. Es ist ja jetzt wirklich ein Plan, ein 5-Jahres-Plan, dass genug Leute den ganzen Spaß kennen und sowas. Wie gesagt, ich bin ja noch in der Phase des einzelnen Leute Anschreibens und ab und zu mal eine Ad in eine verschiedene Richtung probieren. Und im Schnitt kommen, glaube ich, jetzt im Moment pro Woche 1-2 Leute dazu. Und das ist aber auch ein Zyklus, mit dem bin ich total okay, weil wenn das so weitergeht alleine, ja, und das, danach sieht es aus, dann sind wir trotzdem in ein paar Jahren erstmal 250 Leute, 500, ja, das wird aber immer größer, ja, weil die Mission steht, die interne Struktur steht. Und jetzt kommen die Calls dazu, jetzt kommen lauter Mehrwerte noch dazu, die alle schon geplant sind, je größer das wird. Und es wird so geil, ja, das wird so cool. Aber einfach, also wir machen das, nicht ich. Ich versuche euch zu bespaßen, nennen wir es mal bespaßen. Und ihr versucht halt auch einfach gescheit zu arbeiten. Ja, versucht rauszugehen, versucht First-Class-Coaching vielleicht auch ein bisschen in eurem Logo zu erwähnen. Ihr habt Feedbackbögen, habe ich erstmal zum Test, war es so, 1.1, Version 1.1 gepostet, einfach mal, um zu sehen, wie es bei euch ankommt, wie es bei den anderen ankommt, wie es bei den Kunden ankommt. Einfach mal ausdrucken, mitnehmen, wenn ihr da Bock drauf habt. Da können wir dann euer Siegel noch besser verifizieren. Diese Geschichte werden wir dann wahrscheinlich einfach bloß erwähnen. Und warum ist es besser, als wenn man jetzt sagt, also was heißt besser, aber ein nettes Zusatzangebot zu dem Gespräch mit den Klienten, besser ist es auf gar keinen Fall. Aber diese Feedbackbögen, die könnt ihr jederzeit ausdrucken, da ist ein Datum drauf und man sieht einfach, dass kontinuierlich die Leistung stimmt bei den Klienten. Und das ist halt ein schöner Kontext auch, wenn ich da auf eurem Profil einfach mit reinschreiben kann, hey, wir erhalten im Schnitt 8 Feedbackbögen pro Monat und das ist die Bewertung top. Ja, das kommt ja auch nochmal ganz. Deswegen Feedbackbögen nutzen, da werde ich auch noch welche schreiben, welche online stellen. Wie gesagt, ich bin immer sehr intuitiv und lass halt laufen, schau mal immer, wo es hingeht, ja, der Robert. Ja, ja, cool, das Nächste, was wir machen jetzt wahrscheinlich, also was ist das Nächste, es ist schon ein längeres Projekt wieder, noch richtig geile Trainerschulungen zu implementieren und nicht nur so interne Schulungen, sondern wirklich Lizenzschulungen, Leute abholen, die noch gar nicht wissen, wo es hingeht, das ist auch ganz spannend, beruflich. Ja, irgendwann ist First Class Coaching ein Angebot für jedermann tatsächlich. Ist es ja eigentlich schon. Ja. Wir wollen Coaches, alle, die Coaches werden wollen und wollen Coaches. Geile Zielgruppe. So, ihr Lieben, also ich habe nichts mehr für euch tatsächlich. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen an Mehrwert gegeben. Das muss immer sacken. Ja, ich rede ja auch ziemlich schnell. Zieht durch und vor allem ist die Endmessage, die ich euch gebe, arbeitet an eurem Gefühl und da dann auch aus der Brust raus zu reden, euch wohlzufühlen. Das ist das Wichtigste. Seid, während ihr sprecht, in eurer Komfortzone. Und das kann man nur, wenn man übt. Ja, also hohe Schlagzahl bedeutet viel üben, bedeutet bald in der Komfortzone. Ja, und dann nicht zerdenken. Nicht an das denken, was alles scheiße war, denkt an das, was alles gut war. Ja, dann fokussiert ihr euch auf das Gute und verbessert auch. Ja. Okay? Ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. War die Zeit natürlich beschissen für einen Feiertag. Wir werden noch weitere Live-Calls machen. Ich würde aber diesen gerne um diese Uhrzeit lassen. Ja, also den würde ich gerne immer Donnerstag um 16:30 machen. Ich hätte noch eine Ausweichmöglichkeit bis 18:30 nach hinten. Was wäre euch lieber? Das wäre so meine Range, wo ich anfangen könnte. Ich finde es gut. Meinst du 18:30 anfangen oder 18:30? Also bis 18:30. Dazwischen kann man schieben. Also auch 17:30, 17:15. Was ist euch am liebsten? Also tatsächlich wäre so 18:30 so die Zeit, wo ich gerne kommen könnte. Wobei, ja. 16:30 würde auch gehen. Da gehen meine Kollegen weg. Ich wäre dann halt nur ein Silent Listener dann. Okay. Weil ja, ich mich dann vom Labor aus einloggen würde. Ja, ich würde wahrscheinlich so einen Kompromiss machen, halt so, was weiß ich, 17:30 vielleicht. Ist das cool für alle? Das wäre mir lieber, ja. 17:30 wäre besser. Dann machen wir 17:30, cool, perfekt. Aktuell ein bisschen schwierig, aber es ist dann bis, ja, eine halbe Stunde hätte man da auf jeden Fall Zeit. Ich versuche die auch, also inputmäßig, das war jetzt natürlich meine jetzt eigene Übung, ich habe das heute geschrieben alles, ja, so zu gestalten, dass man halt
20, 30 maximal Minuten einen Mehrwertblock hat. Ja, also das ist maximal. Oder und Schrägstrich dann halt noch Zeit auch zu üben, ja, Verkaufsgespräche zu üben, einzelne Situationen auszumachen, vielleicht auch einfach zu connecten. Hey, du und ich treffen uns jetzt gleich in Zoom in einem anderen Raum und üben das so nach dem Ding, da ein bisschen Community zu schaffen. Das wäre so die nächste Idee. Aber Zeitraum wäre eigentlich immer so 30 Minuten angesetzt und die Leute, die danach halt noch Feedback haben wollen, die danach noch sprechen wollen, reden wollen, ihre einzelnen Situationen, ihre einzelnen Probleme bequatschen wollen, die können danach noch bleiben. Das ist schon der Plan so. Also wenn du 30 Minuten hast, kannst du auf jeden Fall viel mitnehmen. Du kannst ja dann auch jederzeit danach sagen, hey, ich habe das und das gehört und habe jetzt die Frage dazu und das in die Gruppe posten, da kriegst du ja auch da eine Antwort drauf. So, lieber John, lieber Philipp, lieber Robert, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und wir sehen uns im nächsten Call, nächsten Donnerstag um 17.30 Uhr, spätestens. Marcel, bevor du jetzt ausmachst, ich habe jetzt auch nach dem Ding sehr viele Fragen im Kopf. Also Ich hätte aber auch Bock, also wie gesagt, lass uns dann nochmal zu zweit treffen und nochmal darüber austauschen. Mhm. Ich sammle bis dahin noch ein paar Ideen. Klar, gern. Und dann würde ich auch gerne auf diesen Call nochmal zurückkommen, weil haben sich, wie gesagt, ein paar Fragen jetzt gebildet und ich denke mal, das könnte ganz interessant werden dann. Definitiv. Cool, dann danke dir für den Call, war sehr gut. Lieber Philipp, das nächste Mal, wenn wir dann sprechen, dann sind die 39 Euro fällig. zieh ich dir aus der Tasche dann. Nein, wir machen erst die Strategie, habe ich dir gesagt, und wenn die funktioniert, dann unterstützt du uns auch, okay? Also First Class Coaching, da stehe ich hinter. Also das, cool. Da möchte ich da auch Mehrwert bieten innerhalb der Gruppe und dann natürlich auch dafür was zurückgeben. Sehr cool. Und dann bemühen wir uns, dass das alles von beiden Seiten immer stimmt. Ihr müsst ja auch so wirklich sehen, also nachdem ich ja tatsächlich einer der wenigen bin, die wirklich nach einer Ideologie handeln, keine Ahnung, ich bin vielleicht einfach Narzisst und möchte halt einfach mehr erreichen als andere, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, woran es liegt, ich will das halt einfach machen, ist es ja so, dass diese 40 Euro, ja, anteilig immer da rein gesteckt werden, dass dieses Projekt wächst und deswegen ist jedes Budget einfach cool, weil ich mir denke, langfristig, stell dir mal vor, in 5 Jahren, wie viele Leute dann gesagt haben, ja, okay, unterstütze ich, was dann abgeht mit Werbung alleine, ja, das wird richtig cool. Das wird richtig, richtig cool. Absolut, ja. Definitiv, ihr Lieben. Also, wir sehen uns, macht's gut. Ciao. Tschüss.